Was ist denn eigentlich wirklich mit unserem Wetter los und was passiert da mit der Natur? Eine Frage, die uns heute beschäftigt. Und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe Ländle TV der Tag. Heute mit diesen Themen. Die warmen Temperaturen im Winter haben starke Auswirkungen auf unsere Natur. Innenminister Nehammer zu Gast bei uns im Ländle. Und mit dabei natürlich der Blick auf unser Kachelmann-Wetter. Das Wetter, das macht ja bekanntlich, was es will. Zurzeit ist es aber schon interessant, wenn man zur Tür rausgeht in der dicken Winterjacke, diese aber eigentlich gar nicht bräuchte, denn es ist Mitte Februar und wir haben schon fast frühlingshafte Temperaturen. Was macht das aber mit unserer Natur? Wir haben hier beim Experten einmal genauer nachgefragt. Draußen sitzen, Vogelgezwitscher, die ersten Blumen blühen. Es fühlt sich fast frühlingshaft an und das Mitte Februar. Das warme Wetter wirkt sich auch auf die Dauer der Jahreszeiten aus. Der Frühling beginnt früher, der Herbst dauert länger. Inatura-Fachberater Klaus Zimmermann erklärt uns genauer, welche Auswirkungen das mit sich bringt, auch bei uns in Vorarlberg. Man muss vielleicht unterscheiden. Zum einen ist es ja so, dass aufgrund generell wärmerer Temperaturen durch den Klimawandel die Vegetationsperiode um 2-3 Wochen länger wird. Das heißt, die Pflanzen treiben generell früher aus und bleiben auch länger im Herbst aktiv. Das ist das eine Phänomen. Das andere ist, dieser spezielle Winter dieses Jahr, der ja wirklich besonders warm ist, da bleibt abzuklären, inwieweit das zur Regel wird. Also die Auswirkungen dieses speziellen Winters sollte man eigentlich separat einmal betrachten. Warme Temperaturen und kürzere Frostperioden können Schädlinge begünstigen. Neben Schadgewächsen und Insekten profitiert zum Beispiel die Zecke vom kurzen Winter. Ja, Zecken profitieren eindeutig von wärmeren Temperaturen. Sobald die Bodentemperatur an der Oberfläche 7 Grad erreicht, werden die Zecken aktiv. Es gibt immer Tiere, die wirklich begünstigt werden durch warme Wintertemperaturen. Da denke ich auch an Schädlinge eben wie Borkenkäfer, die eben sonst in einem kalten Winter in großer Zahl abgetötet werden, jetzt aber überleben können und damit einfach die Gefahr besteht, dass sie dieses Jahr besonders stark zur Plage werden. Dem entgegen kann man natürlich halten, es überwintern beispielsweise viele Wespenköniginnen, Hornistenköniginnen, denen kann diese warme und auch feuchte Witterung im Winter durchaus auch schaden. Die Tiere laufen, die sind in Kältestarre, die laufen Gefahr, dass sie bei den warmen Temperaturen verpilzen, also irgendwelche Infektionen bekommen und zugrunde gehen und damit die Ausgangsposition fürs Frühjahr eigentlich verschlechtert wird. Ein besonders warmer Winter also, dessen Auswirkungen es auch in Zukunft zu beobachten gilt. Beobachten ist vielleicht zu wenig oder mir etwas zu unwissenschaftlich. Man sollte doch sehr genaues Monitoring machen, was sich da verändert. Wo man eventuell eingreifen, dagegen steuern kann, ist dann die zweite Frage. Aber auch im Hinblick auf die Landwirtschaft und Forstwirtschaft sollte man doch genauer schauen, was tut sich da, mit welchen Phänomenen haben wir in den kommenden Jahren zu rechnen. Hohen Besuch gab es am heutigen Dienstag. Der Innenminister Karl Nehammer schaute bei uns im Ländle vorbei. Da gab es natürlich auch einige Pressetermine, unter anderem in Koblach und beim Pressefoyer. Mit vereinten Kräften für die regionale Sicherheit. Unter diesem Titel stand der Antrittsbesuch von Innenminister Karl Nehammer in Vorarlberg. Beim Pressefoyer im Landhaus unterstrich die Landesregierung gemeinsam mit dem Minister die Wichtigkeit des Themas Sicherheit. Die Sicherheit insgesamt ist nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern ein wesentlicher Bestandteil von Lebensqualität in Vorarlberg. Wir sind eine Regierung, die dafür eintritt, dass wir vor allem auch regional funktionierende Sicherheitsstrukturen haben. Wir legen größten Wert darauf, dass sich das in der Region gut entwickeln kann. Wir sind kein Freund von großer Zentralisierung, sondern wir wollen immer darauf achten, dass auch regionale Strukturen erhalten werden können.
Ein weiterer Punkt war auch die Infrastruktur für die Einsatzkräfte. Hier besuchte Nehammer auch den Spatenstich vom neuen Einsatztrainingszentrum in Koblach. Wir sind sehr dankbar, dass das Einsatztrainingszentrum geschaffen wird. Bisher mussten wir immer ausweichen in Quartiere, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Jetzt haben wir eine Räumlichkeit, die ausgezeichnet eingerichtet ist, sehr modern sein wird. Und was gibt es Besseres für einen Arbeitgeber, als seinen Mitarbeitern entsprechende Infrastruktur anbieten zu können? Das ist ein gewisses Maß an Lebens-, sprich Arbeitsqualität und für uns daher sehr, sehr wichtig. Der Landeshauptmann bestätigte auch noch seine Forderung zur Einführung der Sicherungshaft. Der Innenminister signalisierte, dies zu diskutieren. Für uns ist wichtig, dass das Thema Sicherungshaft unaufgeregt und sehr sachlich diskutiert wird. Weg von Parteilogik hin dazu, dass man eine Lücke definiert hat, erkannt hat und jetzt gemeinsam, in dem Fall die Expertinnen und Experten des Innenministeriums wie die Expertinnen und Experten des Justizministeriums, nach einer Lösung suchen, um diese zu schließen. Das Land Vorarlberg und der Bund erneuerten somit mit dem heutigen Besuch des Innenministers ihre Sicherheitspartnerschaft. Weiter geht's nun bei uns mit den Schlagzeilen von morgen aus den Vorarlberger Nachrichten. In Hamburg stahl eine Diebesbande Hilti-Werkzeug im Wert von 256.000 Euro aus Transportcontainern, die für den Güterbahnhof Wolfurt bestimmt waren. Das Dornbirner Startup Senseforce zieht es ins Silicon Valley. Hubert Malin, Verantwortlicher der Bereiche Forst und Jagd im Stand Montafon, ist zuversichtlich, dass das Silvertal in einigen Jahren seinen Wildbestand deutlich reduzieren wird und damit das TBC-Risiko senkt. Das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es gibt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter. Schauen wir mal, was da die nächsten Tage mit dem Wetter passiert. Und ich darf mich verabschieden. Machen Sie's gut. Schon gewusst, dass der erste Schalmeinzug Österreichs 1977 in Lustenau gegründet wurde? Dass die Urschalmei früher als das Signalinstrument Martinshorn eingesetzt wurde, dass Süddeutschland in den 90ern die Schalmeien-Hochburg war und dass Kaiser Wilhelm II. Einen Trompeter im Auto hatte, der mit einer Schalmei die Ankunft des Herrschers signalisierte. Wussten Sie, dass sich ein ganzes Filmteam in Ihrer Hosentasche befindet? Filmen, schneiden und vertonen, das alles können Sie mit Ihrem Smartphone. Lernen Sie jetzt im Kurs Smart Video der EPOS Akademie, wie Sie Ihr Smart Video Projekt planen, Ihre Geschichte erzählen, Ihr Projekt technisch umsetzen und die richtige Veröffentlichung Ihres Smart Videos. Alle Informationen und Termine zum Kurs finden Sie unter eposakademie.at. Am Mittwochmorgen und Vormittag erreicht uns vom Bodensee her eine Kaltfront. Sie bringt einige Regengüsse oder oberhalb von 700 bis 900 Meter Schneefall. Während es in den Nordwest- und Weststaulagen von Bregenzer Wald, Großwalsertal, Arlberg, Rethikon und Montafon öfter und länger anhaltend schneit, gibt es im Wallgau und im Rheintal über den Tag verteilt nur wenig Regen. Hier lockern die dichten Wolken zwischendurch auch immer wieder auf. Am Morgen liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Mittags und nachmittags werden zwischen 4 Grad in Schruns und 8 Grad in der Kummelbergregion erreicht. Auf den Bergen wird es stark windig, im Flachland spürt man den Wind kaum. Die weiteren Aussichten? Am Donnerstag scheint wieder oft die Sonne. Es gibt einen trockenen Tag. Er startet frisch mit Werten um den Gefrierpunkt. Nachmittags wird es bis zu 11 Grad mild. Am Freitagmorgen überquert uns nochmals eine schwache Kaltfront mit ein paar Regengüssen, bevor es nachmittags und am Wochenende wieder ziemlich sonnig und vor allem frühlingshaft mild wird.